herzlich willkommen zu einem weiteren Klimahappen Initiativen im Fokus. Mit unserem Klimahappen wollen wir als CBAU GmbH Klimaschutzaktivitäten aus Hamburg und Norddeutschland und vor allen Dingen auch die Gesichter dahinter sichtbar machen. Dabei steht im Mittelpunkt nicht nur die Vernetzung und der gegenseitige Ideenaustausch, sondern natürlich auch inspirierende kommende 45 bis 60 Minuten. Und dieser Austausch, den wir haben, haben wir auch heute wieder eine Chatfunktion eingerichtet. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, die auch zu nutzen und unseren zwei tollen Initiativen, die wir heute eingeladen haben, fleißig Fragen zu stellen, die im Laufe des Gesprächs aufkommen. Es muss nicht nur wir werden eine eigene Runde haben, wo wir nochmal speziell auf diese Fragen eingehen. Aber egal, wann eine Frage einfällt, einfach in den Chat schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall über viele Fragen. Und auch heute muss ich noch mal einen kleinen Hinweis geben, und zwar werden unsere Klimahappen tatsächlich gefördert aus Mitteln des Moin Zukunft Hamburger Klimafonds, der Hamburger Klimaschutzstiftung und der Bukea. Und mein Name ist Jessica Zander und ich moderiere die Klimahappen zusammen mit meiner wundervollen Kollegin Lisa. Und da möchte ich auch gleich die Chance nutzen und Lisa dir gleich die erste Frage heute stellen, und zwar: Warum haben wir heute das Thema Fläche im Wandel? Ja, danke Jessica. Die Anzahl größerer und unzerschnittener verkehrsarmer Räume hat in den letzten Jahren drastisch abgenommen. Und gleichzeitig ist in Städten wie in Hamburg zum Beispiel auch die Flächenveränderung sehr, sehr dynamisch. Es gibt viel mehr Zuzug und Nachfrage. Dadurch gibt es dann auch wiederum Neubau von Gebäuden oder sogar ganzen Quartieren, wie man auch immer mehr sieht, zum Beispiel in Oberbillwerder. Und gleichzeitig werden aber auch baufällige Gebäude abgerissen, um Platz für neue Entwicklungen zu schaffen. Angesichts von Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und Klimawandel wird es aber auch immer wichtiger, dass wir unsere Flächen verantwortungsbewusst nutzen und zukunftsfähig gestalten. Genau, und heute sind wir deswegen hier bei unserem Klimahappen Fläche im Wandel mit unseren Gästen Björge Köhler vom Gröninger Hof und Christina Feldhöhn vom neuen Amt Altona, die nämlich beide spannende innovative Beispiele mitbringen, wie wir durch gemeinschaftliches Engagement positiven Flächenwandel bewirken können. Schön, dass ihr da seid und ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön hier zu sein. Sehr schön. Wir starten gleich mal mit der Vorstellungsrunde. Denn für viele Hamburgerinnen war rund ein halbes Jahrhundert die neue Gröninger Straße vor allem für ihr Parkhaus in der Hamburger City bekannt. Björge, welche Projektidee verfolgt ihr bei der Genossenschaft Gröninger Hof und wie kam es denn eigentlich zu der Gründung? Genau, wir haben ein altes Parkhaus, was noch der Stadt Hamburg gehört, an Hand gegeben bekommen und entwickeln auf diesem Grundstück jetzt so einen gemischten Stadtbaustein mit viel Wohnungen, alle gefördert und dazu aber auch Flächen für Kultur und Gewerbe. Eine wichtige Idee ist eben auch, diesen Bestand zu nutzen und davon ausgehend ein Projekt zu entwickeln. Wie viel daraus geworden ist, kann ich später vielleicht noch ein bisschen genauer sagen. Und entstanden ist die Idee tatsächlich aus der Zivilgesellschaft, also aus einem Workshop heraus, initiiert von der Initiative Altstadt für alle. Und mit Blick auf die Frage, wie kann in der Innenstadt eigentlich wieder Wohnraum entstehen, und dann im Hinterkopf dem Wissen, dass dieses Parkhaus leer steht und von der Stadt umgewidmet werden soll, entstand die Idee, auf diesem Grundstück halt dieses Projekt zu entwickeln. Und aus dieser Initiative, aus diesem Workshop heraus, haben sich dann wirklich so eine Handvoll Leute gefunden, die das dann ernst gemacht haben und dann eine Genossenschaft gegründet haben. Ja, super spannend. Du hast uns auch noch was mitgebracht, um das so ein bisschen zu visualisieren, was ihr da geplant habt. Magst du das ja, auch noch einmal zeigen? Eine Visualisierung von unserem Bauprojekt einmal mitgebracht, und das ist so ein bisschen der Einblick, wohin die Reise gehen soll. Also heute ein graues, tristes Parkhaus und auf den Fundamenten oder man kann sagen auf den Ruinen der autogerechten Stadt bauen wir eine lebenswerte Stadt in Holzbauweise und ein schönes, nachhaltiges Projekt. Also das ist so ein bisschen so das Ziel, was wir anstreben, wo es irgendwann mal hingehen soll. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Da kann man sich auf jeden Fall gut vorstellen zu leben. Mit dem Wenn dann die großen Straßen noch weg wären drumherum, ne? Das ist dann der nächste Schritt. Das gibt ja auch noch einen Schritt. Genau. Du bist aber nicht alleine heute hier, sondern auch Christina, du bist da vom neuen Amt Altona. Und das neue Amt Altona verfolgt vor dem Hintergrund der transformativen Stadtentwicklung auch durch Gemeinschaften einen ähnlichen Ansatz. Was genau plant ihr denn bei der Genossenschaft Neues Amt Altona und wie ist eure Idee dazu entstanden?
Also Ausgangspunkt war tatsächlich, dass die Stadt Hamburg 2018 entschieden hat, das alte Finanzamt Altona, das damals schon ein Kreativstandort war, aber immer in Zwischennutzung und ohne klare Perspektive, diesen Ort zu verkaufen, aber eben im Rahmen einer Konzeptausschreibung, also nicht nach dem Höchstpreisgebot, sondern das beste Konzept sollte gewinnen. Und die Initiatoren des neuen Amtes haben sich damals ausgehend vom Beta-Haus Hamburg, was einer der ersten Coworking-Spaces hier in der Stadt war und was es eben bis heute auch gibt und sehr etabliert ist und ein starkes Community-Management auch betreibt. Dort ist eigentlich die Idee entstanden, dass diese Art von effizienter Flächennutzung, wie es beim Coworking ja der Fall ist, viele Leute, die tendenziell sonst alleine irgendwo arbeiten würden, an ihrem Laptop zu Hause oder in einer Bürogemeinschaft, treffen sich an einem Ort und arbeiten aus der Gemeinschaft heraus an ihrer jeweiligen an ihren Projekten, aber da entsteht eben auch sehr viel Neues. Und es war tatsächlich so, dass im Beta-Haus einer unserer Initiatoren, Cornelius Voss, der Architekt ist von Haus aus, der hat selber dort geworkt, der hatte ein kleines Start-up neben seinem eigentlichen Job als Projektentwickler. Mhm. Und er hat viel mit dem Geschäftsführer des Beta-Hauses, Robert, gesprochen über die Art und Weise, wie Immobilien so häufig eben nicht an der späteren Nutzung ausgerichtet werden, auch schon in der Planung, geschweige denn, dass die Leute, die es später nutzen werden, selten mit einbezogen werden in einem frühen Stadium, bis hin zu ihnen dieses Ownership eigentlich auch zu übertragen, was ja bei der Genossenschaft dann der Fall ist, dass man eigentlich sagt, viele Menschen, die später einen Ort benutzen und zum Leben erwecken möchten und wirklich darin leben oder in unserem Fall darin arbeiten möchten, sollten frühzeitig sich schon zusammenschließen können und diesen Ort Realität werden lassen. Und das war tatsächlich der Ausgangspunkt im Beta-Haus. Im Kontext Coworking haben Cornelius und Robert diese Ausschreibung in die Hände bekommen, weil eben Cornelius bei einem Projektentwickler arbeitete und sie haben dann die Chance erkannt und gesagt, wenn all diese Überlegungen, die wir haben, wirklich realistischen Mehrwert bieten können für die Stadt, dann ist das die perfekte Ausschreibung, um diese ganzen abstrakten Ideen an einem Ort sozusagen zu konkretisieren, in ein Konzept zu gießen. Und das haben sie getan. Sie haben sich auf diese Konzeptausschreibung beworben, wo die Stadt Hamburg eben gesagt hat, Voraussetzung für den Zuschlag ist ein gutes, stimmiges, sinnvolles Konzept, was auch Mehrwert für den Stadtteil bietet, aber eben auch die Prämisse einhält, dass das alte Finanzamt Altona als Kreativstandort erhalten wird, und zwar langfristig. Mhm. Und das war sozusagen wie so der Anker des Konzeptes, und das Neubaupotenzial ist relativ klein, nur ein Drittel. Und für dieses Neubaupotenzial haben die beiden dann ihre bestmöglichen Ideen zusammengesponnen, noch mit zwei weiteren Architektenfreunden von Cornelius aus dem Studium, und haben eben das Konzept eingereicht und ein Dreivierteljahr später den Zuschlag bekommen. Und dann haben wir sehr kurzerhand in einem kleinen Team, was sich relativ schnell dann auch gefunden hat, eben die Genossenschaft dafür gegründet. Das war Ende 2019. Es ist viel Zeit vergangen seitdem. 4,5 Jahre, 5 Jahre sind wir fast dabei. Haben jetzt so um die 220 Mitglieder und sind jetzt endlich kurz davor, diesen Neubau endlich zu errichten und das alte Finanzamt eben zu erhalten und in diese langfristige Nutzung zu überführen. Okay, und du meintest gerade, was genau macht ihr dann beim neuen Amt Altona? Es wird ein Coworking-Space? Richtig, genau. Dieses Neubaupotenzial zur Fußgängerzone, neue große Bergstraße hin, nutzen wir eben durch so sehr effiziente Flächennutzung in Form von, also rund 300 Personen werden da tagtäglich arbeiten, werden viele Gemeinschaftsflächen auch haben, ob das jetzt der Dachgarten ist oder eben all die Gemeinschaftsflächen auf den Coworking-Etagen bis hin zum Innenhof und einem öffentlichen Erdgeschoss, wo man sich zum Mittagessen trifft oder abends bei einer Veranstaltung. Und das eben in Verbindung mit dem alten Finanzamt Altona, was ein sehr etablierter Kreativstandort ist, der eben nie klar war, können wir hier bleiben, 1-2 Jahre, die Mietverträge waren immer sehr kurzfristig, und jetzt haben sie eine Perspektive durch das neue Amt für 20 Jahre, und dadurch kann das Ganze hoffentlich ein sehr stimmiges Gesamtkonzept dann ergeben. Ja. Ja, super spannend. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ich habe jetzt schon ganz viele so Worte rausgepickt, dass ich so gehört habe, Gemeinschaft und so Coworking und zusammen. Da würde mich einfach mal so interessieren, was unterscheidet jetzt konkret wirklich euer Projekt von zum Beispiel anderen so herkömmlichen Immobilienprojekten? Also was würdet ihr sagen, was sind so die, weiß nicht, 3-4 Punkte, wo ich sage, das macht uns zu was Besonderem? Vielleicht magst du einfach starten. Ja, ich glaube, dieser gemeinschaftliche Ansatz ist tatsächlich schon etwas Besonderes. Also wir kaufen das Grundstück auch nicht, wir übernehmen es im Erbbaurecht. Wir schaffen auch kein Eigentum. Also dieses Gebäude wird der Genossenschaft gehören, und damit allen, bei uns sind es inzwischen gut 400 Mitglieder. Also jeder hat seinen Genossenschaftsanteil und ist damit mit Kollektiv-EigentümerInnen dieses Hauses. Und das ist, glaube ich, schon etwas Besonderes.
das gilt für alle Genossenschaften, aber diese Idee finde ich einfach sehr stark und das zeigt eben auch, dass das von Genossenschaften gehaltene Immobilien oft auch besser instand gehalten werden und besser gewertschätzt werden, schneller saniert werden und so als Immobilien, wo es dann vor allem um die Rendite geht. Und wie bei euch, wir beziehen die Leute halt auch in die Planung mit ein und das finde ich ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen der Knackpunkt. Also wir machen dieses Versprechen wieder möglich, Stadt selber zu machen, mitzubauen an der Stadt, in der wir wohnen. Und das, finde ich, ist schon irgendwie ein großer Unterschied zu irgendjemand baut und dann mietet das irgendwann irgendjemand anderes. Wie hat sich das bei euch bemerkbar gemacht, dass ihr jetzt die Gemeinschaft mit einbezogen habt in die Planung? Also konnte man sozusagen mitplanen, wie die Wohnungen dann aussehen oder generell der Gröninger Hof dann letztlich? Ja, ein Stück weit schon. Also wir haben einen Architekturwettbewerb durchgeführt und da ist man natürlich schon in so einem sehr engen Verfahren. Wir haben das aber insoweit geöffnet, dass unsere Mitglieder mitentscheiden konnten, welche Architekturbüros wir da überhaupt einladen. Also wer sind die Akteure, die da entwerfen dürfen? Da entscheidet sich ja schon ganz viel. Und dann auch später im Prozess, wir haben das Echoräume genannt, immer so zu verschiedenen Themen mit unseren Mitgliedern auf die Wohnung geguckt, auf die Gewerbeflächen geguckt, auf die Gemeinschaftsflächen geguckt. Und das ist schon auch ein bisschen eine andere Herangehensweise an Planen und Architektur. Also es fordert schon auch unsere ArchitektInnen heraus, sich auch darauf einzulassen und das zu akzeptieren, wenn da zukünftige NutzerInnen kommen und dann da einen Strich in Plan machen und sagen, wäre das nicht eigentlich besser? Und das hat aber total gut funktioniert. Das war ein total fruchtbarer Prozess. Also ich glaube, wir können das dieses Verständnis, wie planen wir eigentlich, kann man da auch so ein bisschen öffnen und sich eher so zu so einem, ja, das Wissen aus der Gemeinschaft aufnehmen, so wie wir es in der Stadtplanung halt schon stark machen, aber in der Immobilienentwicklung ist das halt schon noch irgendwie was Neues, würde ich sagen. Ja, sehr spannend. Wie ist es bei euch? Wie würdest du das so zusammenfassen? Kannst du dich dem so komplett anschließen? Total. Also ich kann mich dem total anschließen und ich glaube, vor allem ist so diese ganz grundlegende DNA, die in diesen Projekten drinsteckt, ist sozusagen fast diametral anders zu klassischen Immobilienprojekten, weil hier geht es nicht per se um darum, einen möglichst großen finanziellen Wert irgendwie auf dem Papier abzubilden, um dann bestenfalls nach 5 Jahren, wenn das Ding dann einmal steht, das weiter zu verkaufen mit einer möglichst hohen Rendite. Und es gibt auch keine Entwicklermargen in unserem Projekt. Also wir sind ein kleines Projektteam, was jetzt für diese Gemeinschaft von 200 Leuten ein Haus baut und immer wieder fragt, ist es das, was ihr braucht? Ist es in etwa, habt ihr noch Feedback, Rückmeldungen? Ändern sich Bedarfe sogar? Wir fragen jetzt auch nochmal ganz neu, sogar mittendrin, obwohl wir eigentlich ein Produkt haben, was relativ definiert ist, bis auf Details, die wir mit den Mitgliedern dann genauer abstimmen. Aber wir fragen trotzdem jetzt auch nochmal, ist es immer noch das, was ihr braucht? Weil wir sind jetzt eben seit 4,5 Jahren dabei und wir wissen alle, dass in den 4,5 Jahren sich sehr viel getan hat, auch in Bezug auf die Frage, wer arbeitet wo, an was für Orten, in was für Setups. Und sogar während dieser Planungszeit, wir sind jetzt in der LP5, machen wir diese Frage nochmal auf und sagen, okay, seid ihr sicher, ihr wollt 4er- und 6er-Büros, um da einzeln zu sitzen und zu coworken, oder wollen wir nochmal die Köpfe richtig weit aufmachen und uns an dem orientieren, wie ihr jetzt aktuell arbeitet und das glaubt, in 2 Jahren zu tun. Und diese Offenheit und auch Flexibilität, ich glaube, das ist auch schon sehr besonders. Und dass das überhaupt vorgesehen ist, dass in einer klassischen Immobilie, die bestenfalls noch als Anlage dienen soll für irgendeinen Investmentfonds, so ist das völlig beyond. Also das würde man niemals tun. Und so dieses Mindset ist komplett anders. Die DNA des Projektes ist komplett anders. Wie mit Gewinnen umgegangen wird, ist komplett anders. Eine Genossenschaft, es ist einfach völlig klar, man dient dem Zweck, der in der Satzung definiert wurde. Alle haben das gleiche Stimmrecht. Niemand kann sich mit mehr Geld da irgendwie mehr Einfluss kaufen. Und wenn Gewinne erwirtschaftet werden, dann werden die entweder gleichermaßen ausgeschüttet oder aber vor allem auch immer wieder reinvestiert, um das den eigentlichen Ort in unserem Fall auch über die nächsten Jahrzehnte zu verbessern, zu halten, anzupassen, zu optimieren. Also ich glaube, langfristiger und ganzheitlicher und auch sinnstiftender kann man kaum bauen, als in diesem Mindset auch einfach. Und ich glaube, es ist für Städte extrem wertvoll. Und in unserem Fall zum Beispiel sind alles Leute aus dem Stadtteil im weitesten Sinne, die einfach sagen, ich wohne um die Ecke, ich habe einen starken Bezug zu diesem Ort, vielleicht sogar zur neuen großen Bergstraße, was eine sehr besondere Straße in Hamburg auch ist, mit einer langen Geschichte so. Und ein Stück Stadt der Zukunft mitzugestalten und zu sagen, dieses Stück Altona gehört mir mit und ich gestalte das mit und nutze das über Jahrzehnte mit. Ich finde, das ist großartig und es macht viel mit den Leuten. Ja. Also das ist so, diese Identifikation ist extrem hoch und sehr, sehr wertvoll und ist eine tolle Gemeinschaft an Menschen, ja. Und es hat ein
also Rendite ist das eine Thema, aber ich glaube, wir denken halt eben weit darüber hinaus. Es geht ja eben, du hast es gerade eigentlich schon gesagt, um den Mehrwert für die Stadt oder fürs Quartier. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon etwas, das wird nicht so sehr berücksichtigt. Also was macht ein Projekt eigentlich mit seinem Umfeld? Was bietet es an? Also bei euch ein offenes Erdgeschoss, bei uns diese Werkstatt für Kunst und Kultur. Also was können so Projekte vielleicht auch on top noch so als Mehrwert stiften, auch über die Menschen, die da ganz konkret wohnen oder arbeiten, hinaus? Und ich glaube, das ist in beiden Projekten auch wichtig. Also so eine Stadtrendite, die halt eher dann irgendwie eine soziale Rendite ist, die ganz, ganz schwer irgendwie in Euro zu messen ist, aber die trotzdem enorm wichtig ist für eine Stadtgesellschaft. Ja, auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall sehr schön. Ich habe da so frei, du hast gesagt, ihr seid ein Projektteam, die das organisiert. Ich habe da jetzt einfach mal frei fragen, wie ihr so organisiert seid. Also ihr organisiert das dann sozusagen für die Genossenschaft. Mhm, genau. Also wir sind selber als Gründungsteam, wir sind selber Mitglieder in dieser Genossenschaft. Mhm. Wir sind sozusagen die Gründungsmitglieder, haben uns damals aufgeteilt in die Rollen, die besetzt werden mussten, sprich Vorstandsrollen und Aufsichtsratfunktionen, haben dann über die Zeit mit mehr und mehr Mitgliedern das natürlich entsprechend so neu und umbesetzt, dass diese Kontrollfunktion beispielsweise von diesem Aufsichtsrat auch wirklich gewährleistet ist, dass es nicht nur aus uns selbst heraus ist. Thema kennen wir auch. Das haben wir selber adressiert, weil wir wollen einen sinnvollen Ort erschaffen, der wirtschaftlich funktioniert, inhaltlich aber vor allem auch funktioniert, und das geht nicht, wenn man versucht, sich selber zu kontrollieren. Das heißt, wir haben einen richtig tollen Aufsichtsrat, auch aus Mitgliedern der Genossenschaft, die sind zum Teil nutzende Mitglieder, die später dort co-worken werden, aber zum Teil auch investierende Mitglieder, weil davon haben wir um die 100 Personen, die sagen, ich will da gar nicht co-worken, weil brauche ich nicht, ist nicht mein Ding, was auch immer, aber ich finde es richtig gut, dass es solche Orte gibt, ich wünsche mir davon auch mehr, und ich investiere irgendwie entweder einen Anteil auf 500 Euro oder auch mal 100 Anteile, wenn wir Glück haben, von bis so, und diese intrinsische Motivation, die Leute auch mitbringen, die sagen, ja, ist schön und gut, 1,5% Rendite auf so einen Anteil, aber darum geht es denen nicht. Es geht vielmehr um diese Art der Rendite, die du auch benannt hast, ein soziales Kapital, ein kulturelles Kapital, was man damit fördert. Und das ist sozusagen, sind so die verschiedenen Ebenen in der Genossenschaft, dass wir zum einen natürlich diese 220 Mitglieder haben, die wir in Generalversammlungen einberufen, wenn sozusagen offizielle Dinge abzustimmen oder abzusegnen sind, Jahresabschlüsse, Neuwahl des Vorstands und so weiter. Das war eher die formellen Akte. Dann haben wir aber eben auch einfach vor allem ein kleines professionelles Projektteam, was verantwortlich ist für den Bau, die Architektur, den Genossenschaftsaufbau, die Verwaltung der Genossenschaft, das Coworking-Produkt und in meinem Fall die Kommunikation und Vermarktung, denn die neuen Mitglieder kommen nicht unbedingt von selbst. Wir müssen die schon auf vielen Wegen herzlich dazu einladen, das zu tun, und dann kommen auch die Richtigen zu uns und es funktioniert, aber es ist auch ein sehr organisches Ding so, und die Mitglieder selber sind unsere besten Botschafterinnen. Ne? Also es ist wirklich, die sind natürlich davon überzeugt und können ihre Freunde und Bekannten uns sagen auch begeistern, aber dieses professionelle Projektteam braucht es auf jeden Fall, weil so ein Projekt mit einem Volumen von 16,3 Millionen, das macht man nicht mal eben so abends nebenbei, neben einem anderen Job. Das heißt, das war extrem wichtig von Anfang an, uns so professionell aufzustellen, und wir hatten nie zu wenig Arbeit, kann ich mal so sagen. Und jetzt seit 4,5 Jahren sind wir so unterwegs, und in 1,5 werden wir hoffentlich eröffnen. Ja. Das finde ich meine nächste Frage, wie so, weil es klingt nach ziemlich viel Arbeit. Deswegen hätte ich jetzt so gesagt, also ich kenne Genossenschaft dann eher so mit Ehrenamt, ja, genau, und man macht das dann nebenbei, viele. Aber das klingt jetzt gar nicht danach. Nee. Also es ist tatsächlich mehr so wirklich eine Hauptamt, Job. Ja. Also, ja, auf jeden Fall. Da sind wir gut beschäftigt und es kommt immer wieder was Neues. Auf jeden Fall. Ist es bei euch auch so, dass ihr mit Hauptamtlichkeit arbeitet, oder ist es doch noch viel Ehrenamt bei euch auch? Ja, inzwischen schon. Also bis letzten Sommer waren wir tatsächlich fast komplett ehrenamtlich unterwegs, also außer eine Geschäftsstelle und eine Projektsteuerung, die sich um die Bauthemen kümmert. Inzwischen ist es bei uns auch so, dass der Vorstand angestellt ist bei der Genossenschaft, und darüber hinaus aber haben wir auch immer noch wahnsinnig viele Arbeitskreise, die das Ganze ergänzen, also auch Mitglieder, die sich einbringen. Und das geht halt von bis, also das sind so diese Hardcore-Themen, die sein müssen, Finanz-AG, Plan und Bauen, aber auch darüber hinaus entwickelt sich da ganz viel. Also wir haben jetzt eine AG, die sich so um die Quartiersarbeit kümmert und so, also das ist auch so eine Möglichkeit, ausgehend von so einem Bauprojekt Dinge zu machen, die man eh schon mal machen wollte. Also es kann auch so eine Plattform sein für Sachen darüber hinaus. Ja, genau. Und ansonsten ist, glaube ich, immer eine Frage, wie organisiert man sich? Man kann auch eine Genossenschaft gründen und dann sourced man das alles aus. Und dann hat man irgendwie jemand, der das Projekt für einen macht.
Aber das ist nicht unser Anspruch, sondern wir wollen schon dieses Projekt auch selber durchziehen und wollen das auch so ein bisschen zu so einem Modell machen, an dem wir lernen, an dem wir Dinge ausprobieren. Und der Gedanke ist schon, wenn das gut gelaufen ist, dass sich da auch noch Projekte anschließen können. Also wir wollen nicht nur eine Baugemeinschaft dahin bauen, in der wir uns dann alle wohlfühlen, sondern wir wollen das schon dann auch skalieren und diesen Ansatz, dieses ortsgebundene aus einem Ort heraus, möglichst den Bestand mitdenkend und so weiter, flächeneffizient, also da dürfen sich auch weitere Projekte anschließen in der Zukunft, ja. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also ich glaube, das ist so dass diese große Vision, die man, glaube ich, immer dahinter hat, dass man sagt, das wäre schön, wenn das, was wir schon, wofür wir schon gekämpft haben, eingestanden haben, dass davon auch andere dann zukünftig profitieren können oder sich, wie wir es ja auch hier mit dem Klima haben wollen, einfach auch inspiriert fühlen, das selbst zu machen. Deswegen würde ich noch einmal eine Frage tatsächlich so zu dem ganzen Thema stellen, weil ihr habt immer so Begriffe genannt, so wie Renditen und wir haben Finanzausschuss und so. Deswegen würde mich einfach mal interessieren, wie funktioniert die Finanzierung dann eurer Projekte? Also wie macht ihr das? Wie spielt vielleicht auch dieses genossenschaftliche, gemeinschaftliche da eine Rolle? Oder wie groß ist die Rolle, die das dann tatsächlich spielt? Wir haben ja schon gehört, sehr viele Mitglieder, Mitgliedsbeiträge. Wie funktioniert das Konstrukt? Das ist die Basis sozusagen. Ne? Die Mitglieder stellen das Eigenkapital tatsächlich, klassisch. Wie bei einem Projekt, du bringst ein bisschen Geld mit und den Rest holst du dir von der Bank. Und so ist es eigentlich in dem Fall auch. Nur, dass wir halt anders als jetzt große Immobilienprojekte keine Investoren im Hintergrund haben, die halt 50 Projekte haben und einen Pool, aus dem sie sozusagen EK in die neuen Projekte schießen können. Und wenn es dann mal 2 Jahre länger dauert und teurer wird, dann schießen die es halt nach. Jetzt gerade ist es ja auch nicht unbedingt mehr so easy für alle. Aber vor 2 Jahren war das noch so der Modus, in dem viele Entwickler sozusagen operieren konnten. Heute ist ja die Lage ein bisschen schwieriger im Immobilienmarkt und gerade in dieser Zeit sind Genossenschaften tatsächlich relativ resilient. Also wir sind ganz gut durch diese Zeit gekommen, wo manchmal Leute sich fragen, wie bitte, ihr fangt jetzt an zu bauen, wie schafft ihr das denn, wie seid ihr denn jetzt nicht hops gegangen letztes Jahr oder so. Aber jetzt ganz konkret in unserem Fall, wir haben 3,5 Jahre, fast 4 Jahre auf eine Finanzierung hingearbeitet, parallel mit dem Lösen vieler ganz örtlicher Herausforderungen, die wir hatten, die wir klären mussten, bevor wir kaufen und in die Finanzierung gehen konnten. Das hat richtig lange gedauert. Es gab viel Verzögerung und in der Zeit war es einfach von der Liquidität her für uns konkret ganz schwierig, immer über Wasser zu bleiben. Das heißt, wir mussten 3,5 Jahre lang laufend neue Mitglieder gewinnen. Jedes neue Mitglied hat ein bisschen Geld in die Genossenschaft eingebracht, mal mehr, mal weniger und hat es ermöglicht, diese Projektphase, diese Vorfinanzierung eigentlich zu leisten, bis zu dem Punkt, wo wir letztes Jahr im Mai endlich einen Finanzierungsvertrag in unserem Fall mit der Umweltbank abschließen konnten, was uns dann direkt im nächsten Schritt zum Kauf sozusagen rübergeleitet hat. Also auf den Kauf haben wir sehr lange hingearbeitet. Das war eben zum Kauf ausgeschrieben seitens der Stadt. Erbbaurecht haben wir in der Zwischenzeit auch mal geprüft, aber letzten Endes haben wir das sozusagen wie ausgeschrieben von der Stadt tatsächlich gekauft und zahlen jetzt 30 Jahre da diese Raten ab als Genossenschaft. Und der größte Teil des Fremdkapitals kommt in unserem Fall von der Umweltbank und ein großer Teil aber auch über KfW-Kredite, die dann wiederum an Nachhaltigkeitsbedingungen geknüpft sind. Da wird man dann ganz toll gescreent und gemonitort und geratet, ob man alles irgendwie einhält und nicht jede dieser Anforderungen kommt einem immer sehr sinnvoll vor, dann in diesen Katalogen und so. Aber so vom Ding her ist es für uns eh ein Selbstgänger, dass wir nachhaltig bauen, also ESG-konform. Es ist völlig selbstverständlich, nur dass diese Kriterienkataloge manchmal ein bisschen Banane sind. Aber nur wenn wir das alles so erfüllen, bekommen wir eben diesen KfW-Kredit, der für unsere Gesamtfinanzierungsstruktur extrem wichtig ist. Und so setze ich das dann zusammen. Dann gibt es ein bisschen Holzbauförderung, ein bisschen Grünfassadenförderung und so weiter. Ihr kennt das. Aber das ist dann schon eine relativ normale Finanzierungsstruktur und wir müssen weiter EK einsammeln, das heißt, wir brauchen weitere Mitglieder, dafür werben wir laufend und das ist so der Weg und dann bis zur Eröffnung hoffentlich wird unser Coworking Space voll sein, sodass, wenn wir eröffnen, wirklich alle Arbeitsplätze belegt sind und dann die monatlichen Mieteinnahmen, wenn man so möchte, auch den Business Case bedienen. Ja. Also ist bei uns im Grunde nicht anders. Also auch den Grundstock bilden die Mitglieder und wir werben auch immer noch für neue Mitglieder. Also wir sind auch eine offene Genossenschaft, in der man auch Mitglied werden kann. Haben auch immer noch Gewerbeflächen und haben auch immer noch ein paar Wohnungen im Angebot. Also es ist durchaus auch noch das Angebot da irgendwie mitzumachen und da einzusteigen. Und das ist halt erstmal die Grundlage. Und dann läuft bei uns viel über die Wohnungsbauförderung. Da ist Hamburg wirklich stark aufgestellt. Also ist, glaube ich, wirklich vorbildlich im bundesweiten Vergleich mit sehr guten Kreditkonditionen für geförderten Wohnungsbau. Und das habe ich eben, glaube ich, so im Nebensatz gesagt. Also wir bauen halt 100% geförderte Wohnungen. Das ist ja irgendwie auch schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und das wird aber dementsprechend auch gefördert. Und was man jetzt gemerkt hat in der letzten Zeit,
die Zinsen steigen, plötzlich schwenken Investoren, die nie Sozialwohnungen bauen wollten, plötzlich um auf dieses Modell, weil sie merken, ah, das wird ja gefördert und da habe ich ja gut abgesicherte Kreditkonditionen. Also es ist, glaube ich, gerade gar nicht so die blödeste Entscheidung. Mhm. Und ansonsten dieses Nachhaltigkeitsthema, genau, also ich glaube, wir sind beides Projekte, die sowas auch aus intrinsischer Motivation heraus machen, also trotz aller Hürden, wir wollten mal dieses alte Parkhaus erhalten, das hat nicht geklappt, weil es einfach in einem miserablen Zustand war, jetzt bauen wir da im Grunde einen Neubau auf dem alten Kellergeschoss auf, aber trotzdem haben wir den Anspruch, dass wir mit nachhaltigen Materialien arbeiten, im Holzbau unterwegs sind, flächeneffizient bauen, einen hohen Standard erreichen, wir lassen uns auch zertifizieren und so, also für uns sind das eigentlich so Selbstverständlichkeiten, aber genervt ist man dann manchmal trotzdem. Ich habe jetzt 3 Qualitätssicherungen energiebeauftragt, weil jedes Förderprogramm eine andere Qualitätssicherung braucht, die eine andere Zuständigkeit hat und der eine darf das eine, der andere darf das andere wieder nicht und da dreht man manchmal schon ein bisschen am Rad. Also ich würde mir in der Förderkulisse wünschen, dass man einfach ein bisschen mehr so diesen Zweck fördert. Mhm. Ich kann mir auch die Genossenschaftssatzung anschauen und dann sehe ich, okay, die machen was Gutes und kommen denen mit ein bisschen Grundvertrauen entgegen und gebe denen einfach mal ein bisschen Geld. Da sind wir immer schon ganz schön bürokratisch unterwegs in Deutschland. Ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Das ist ja bei so großen Projekten ja wahrscheinlich immer noch viel, viel mehr, als man im Kleinen, manchmal im Privaten denkt, oh Gott, was soll ich denn jetzt hier noch alles ausfüllen? Da möchte ich gar nicht die Liste sehen, die dann bei so einem großen Projekt tatsächlich kommt. Ja. Habt ihr so weitere Herausforderungen, wo ihr sagt, so, boah, das ist uns auf dem Weg echt so begegnet, das war eine richtige Hürde, sage ich jetzt mal so. Und dann vielleicht auch die Frage, wie habt ihr es geschafft, da drüber hinwegzukommen und was ist vielleicht euer Wunsch gewesen, was hätte euch geholfen? Also ich glaube, die Anfangsphase ist echt entscheidend bei solchen Projekten, weil man startet erstmal mit nichts. Wenn man neu gründet, dann gibt es erstmal kein Kapital. Und was so im Startup-Markt inzwischen total üblich ist, dass man irgendwie ein bisschen Wagniskapital bekommt oder irgendwelche großen Firmen da mal einen Anschub geben, das gibt es so im Immobilienbereich im Grunde nicht. Mhm. Und das ist schon die größte Herausforderung, überhaupt erstmal zu starten, also eine Genossenschaft zu gründen, setzt ein Prüfgutachten voraus. Das kostet dann 10.000, 20.000 Euro. Wo nimmt man dieses Geld her, wenn man sich gerade mit einer Handvoll Leuten privat zusammengetan hat? Mhm. Man will ein altes Parkhaus umbauen, möchte ich ganz gerne wissen, in welchem Zustand ist der Beton? Aber ich habe eigentlich kein Geld. Also wer finanziert mir diese Untersuchung? Mhm. Also das wäre vielleicht so ein Ansatz, so eine Hürde, um überhaupt erstmal zu starten und vielleicht auch mehr Leuten zu ermöglichen, mal so ein bisschen in der Projektentwicklung loszulegen. Mhm. So ein bisschen Startkapital vielleicht, bevor man das ganze Konzept hat. Okay. Also diesen wann fließen eigentlich die ganzen Fördermittel, das könnte man vielleicht ein bisschen umdrehen. Und ich glaube, in frühen Phasen würde es oft noch mehr helfen, als es sonst hilft. Ja. Voll der gute Punkt. Und ich glaube, darüber hinaus ist vor allem die Abstimmung zwischen den, ich sag mal, Behörden, Verwaltungseinheiten, also es gibt ja viele, viele Stakeholder, mit denen wir uns abstimmen müssen über die verschiedenen Phasen hinweg. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass es da mehr projektbasierte Teams auch gäbe. Also, dass man sich in einem frühen Stadium und dann entlang der Leistungsphasen entlang immer mal wieder in so einer Art Taskforce für einzelne Projekte zusammensetzt und so ein bisschen die Grenzen zwischen den Behörden und Verwaltungseinheiten so ein bisschen einreißt und da auch vielleicht mehr so ein Team-Spirit reinkommt oder auch bestenfalls so eine Art von Unterstützungsmentalität seitens der Verwaltung, weil so von der Kultur her, also es gibt immer einzelne super Leute und ich würde auch nicht sagen per se, das war nicht mal die Idee, aber in der Praxis empfinde ich häufig die Grundhaltung nicht unbedingt als eine Ermöglichungskultur, sondern manchmal leider im Gegenteil auch eine Verhinderungskultur und also ich glaube, es ist total bekannt und vielen bewusst und viele würden sicherlich auch sagen, wir wünschen uns das auch anders und Verwaltungsreform und Bürokratieabbau und so weiter. Aber ich glaube ja, also ein Teil dessen, weil ich bin nicht aus dem Bereich, deswegen wäre es vermessen zu sagen, das geht so und so. Aber ich würde mir vorstellen, jetzt ganz konkret als neues Amt, wenn man in den entscheidenden Phasen in dieser Projektentwicklung sich mal zusammensetzt, übergreifend und sagt so, okay, was sind die nächsten großen Meister und so und was brauchen wir dafür und wer müsste vielleicht auch frühzeitig einmal miteinander sprechen, damit dann nicht am Ende, wie bei uns jetzt immer mal wieder so geschehen, eigentlich ist alles da, aber dann fällt der anderen Stelle, der anderen Behörde plötzlich noch ein, sie hätte gerne noch so eine Liste an Sachen. Das hätten wir einfach von einem halben Jahr klären können, weil da hatten wir schon mal das Thema so ungefähr, weißt du so. Und für uns hängen dann, also wir haben nicht die Puffer, um zu sagen, naja, dann kommt die Baugenehmigung halt nochmal 3 Monate später. Das ist aber praktisch, also faktisch
automatisch, dass was passiert. Das ist extrem belastend für solche Projekte, weil es ist schwer, da über diese Phasen immer wieder hinweg sich zu hangeln tatsächlich, weil die Bank sagt, ja, legt uns die Baugenehmigung vor, dann kommt die große Finanzierung und wir sind so, ja, jetzt, naja, viele Abers so. Und ich, das ist, finde ich, wirklich in dieser Zusammenarbeit zwischen, weil eigentlich will ja auch eine Stadt, dass es sich zu, also die will ja, dass Orte entstehen und sie will, dass Leute unternehmerisch aktiv werden. Und eine Genossenschaft ist am Ende auch eine Unternehmung. Aber ja, die bürokratischen und sonstigen Hürden sind manchmal extrem hoch und die Abstimmung extrem gering und die auch die Art, wie man arbeitet. Wir arbeiten sehr, sehr schnell Dinge ab und dann auf der anderen Seite dauern Dinge manchmal für uns unvorstellbar lange. Also die Taktung ist auch so unterschiedlich. Und damit klarzukommen, wenn man nur an einem Projekt arbeitet, ist halt viel schwerer, als wenn man sagt, okay, da haben wir jetzt 3 Monate Pause an dem Projekt, dann machen wir jetzt an dem anderen weiter. So arbeiten wir ja nicht. Wir sind wirklich so komplett auf ein Projekt fokussiert. Und es würde uns extrem helfen, wenn all die Leute, die, glaube ich, auch gerne würden, dass solche Projekte mehr entstehen, sich mit uns vielleicht so Learnings auch ziehen aus der Praxis und dann gucken, wie lässt sich das nochmal anders in die Verwaltung überführen. Das wäre ganz schön cool. Also wir können jetzt die Daumen drücken, dass es ein bisschen... Ja, wobei, also ich teile das total, also dass zum Beispiel eine Baugenehmigung über ein Jahr braucht, das ist halt einfach kein Zustand und das ist wahrscheinlich, waren wir da sogar noch schnell unterwegs, also ich weiß, auch andere Leute warten noch länger. Da muss man sich dann schon als öffentliche Hand fragen, irgendwie das, was müssen wir eigentlich mal reformieren, dass das wieder besser wird oder Bebauungspläne 10 Jahre rumliegen, bis sie beschlossen werden. Das ist jetzt auch nicht, das sind auch keine Einzelfälle mehr. Und wenn man dann als Projektentwicklung davon abhängig ist und das auch keine Möglichkeit hat, das zu beeinflussen, das ist natürlich schwierig. Mhm. Was wir aber schon gemerkt haben, ist, dass es gibt schon den Willen von diesen Projekten zu lernen. Also wir haben zum Beispiel mit der Förderung für Wohnungsbau einen total guten Austausch zur Art und Weise, wie wir diese Gemeinschaftsflächen fördern und haben so ein neues Modell mit Hybridflächen entwickelt und da gibt es immer auch den Wunsch zu hören, wie funktioniert das bei euch, was müssen wir anpassen, wir testen das mal und dann fließt das in irgendwelche Richtlinien ein oder zu diesem Versuch im Bestand zu bauen, wo dann auch von Behördenseite die Rückfrage kam, könnt ihr uns eigentlich mal schildern, wie es hätte laufen müssen, dass ihr dieses Parkhaus vielleicht doch hättet umbauen können. Und das finde ich ist total wertvoll, weil das ist dann auch klar, der ganze Beton da kommt weg und das verschlechtert unsere CO2-Bilanz am Ende, da brauchen wir nicht drum herumreden, aber es ist wenigstens ein Learning, also es hat wenigstens den Effekt, dass wir aus sowas mal so ein paar Schlüsse ziehen. Und ich finde, das ist in Hamburg wird ja wahnsinnig leichtfertig irgendwie Zeug abgerissen, bis hin zu irgendwelchen wunderschönen, denkmalgeschützten 50er-Jahre-Häusern in der Innenstadt. Also das ist irgendwie echt an der Tagesordnung. Genau, und insofern, ich glaube, auch da kann man versuchen, wir so ein bisschen so einen anderen Drive reinzubringen, dass einfach jeder Bestand erstmal irgendwie einen Wert an sich hat. Und ob man den dann nutzen kann oder nicht, das ist dann die nächste Frage. Aber zumindest sollte man es irgendwie mal versucht haben. Ja, für mich auch schön zu hören, dass ihr jetzt schon so merkt, dass auch Interesse einfach für eure Arbeit da ist und dass das auch bei euch ankommt. Also ich finde, das ist einfach, ich glaube, es gibt einem auch immer nochmal so einen Aufschwung, dass man nochmal sagt, ja, wir wissen jetzt auch nochmal erst recht, wofür wir das machen und nicht nur für unsere Mitglieder, sondern auch noch vielleicht für was Höheres, sage ich jetzt einfach. Also da würde es mich jetzt auch, also wenn es schon das Interesse gibt es denn auch so Partner oder Unterstützer im Prozess oder vielleicht auch so unterstützende Faktoren, wo ihr sagt, das hat uns vorangebracht oder das hat es vielleicht auch erst ermöglicht, dass wir heute hier stehen? Also in unserem Fall war es vor allem die Konzeptausschreibung. Ich finde dieses Instrument halt so großartig und sofern ich das überblicke, wird das nicht so häufig genutzt. Und das fände ich großartig, wenn das mehr der Fall wäre, weil ich glaube, das gibt einfach solchen Akteuren, die einfach keine etablierten Immobilienprofis sind sozusagen, einfach überhaupt erst die Chance, ihre Ideen mal irgendwo einzubringen und eine Chance zu haben, dass es realisiert wird. Aber wir haben so viele Partner, also wir haben also da ist es eine super lange Liste auch an wirklich Unterstützern und Förderern und Ermöglichern. Ich wüsste ehrlich gesagt jetzt gar nicht, also auch wirklich da bis in die Politik und schon schön, diverse Behörden hinein. Ja, wirklich, da ist auch richtig viel Unterstützung. Es ist nur manchmal so, wenn auf oberster Ebene jemand sagt, das unterstützen wir, das ist super, ist eine super Sache. Aber dann in der Praxis, die Leute, die dann am Ende meinetwegen ne, Fördergelder eigentlich auszahlen sollten, sagen,
das passt ja hinten und vorne. Wie soll ich das denn machen? Ich würde ja gerne, aber dann kommen da diese... Also das ist halt das Ding. Das meine ich halt mit so mehr miteinander sprechen. Und dann sollte man ganz oben auch wissen, so ungefähr, wie es dann in der Praxis, ob das überhaupt dann so geht, so was man dann so vielleicht erstmal gerne unterstützen möchte. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, wir haben in Hamburg schon eine recht gute Kultur, was so dieses Miteinander sprechen und auch gewisse Feedback-Loops angeht. Und für uns ist zum Beispiel beim neuen Amt ist mit der wichtigste Partner das Beta-Haus Hamburg. Die wissen einfach, was Coworking ist. Die machen das jeden Tag, die machen das seit 10 Jahren. Die werden auch im neuen Amt den Betrieb organisieren. Oder im Altbau zum Beispiel, im alten Finanzamt Altona, ist die Hauptmieterin die Hamburg Kreativgesellschaft. Das ist ja auch eine städtische Tochtergesellschaft, die Flächen für die Kreativschaffenden in dieser Stadt immer wieder sucht und bereitstellt und häufig eben in Zwischennutzung. Und in unserem Fall dann eben jetzt zum ersten Mal so einen Zeitraum von 20 Jahren auch für ihre Untermieterinnen und Mieter anbieten kann. Das ist für uns ein super toller Partner, auch ein wichtiger Partner. Aber es sind einfach sehr, sehr viele involviert. Und ja, einfach mal unsere Website besuchen, da stehen sie alle drauf. Ja, da haben wir die Links dazu schicken, wir auch in den Chat. Also wer da jetzt schon parallel gleich mal ein bisschen durchscrollen will, kann das auf jeden Fall machen. Kann ich auch nur empfehlen. Ich habe mich da auch die letzten Tage viel mit befasst und habe auf jeder der beiden Internetseiten immer wieder was Neues gelesen. Und auch wirklich, wie mit jeder Seite und jedem, was ich gelesen habe, war ich begeistert von dem Projekt. Dann halt auch wirklich schön, das zu sehen. Ich würde noch kurz einmal noch mal, weil wir da vorhin so ein bisschen kurz drüber gegangen sind, zum Thema Zeitplan. Ihr habt jetzt gesagt, wir sind immer schon lange dabei und wir machen da schon vieles. Wie ist denn so die Perspektive bei eurem Zeitplan? Also wo geht's hin? Wann ist ein Einzug abzusehen? Kann man dazu schon was sagen oder sind wir lieber noch vorsichtig? Also ihr seid schneller. Wir sind jetzt unser aktueller Plan ist jetzt, dass wir Anfang nächsten Jahres anfangen mit den Abbrucharbeiten und dann planen wir, dass wir in der ersten Hälfte 2027 eigentlich das Haus fertigstellen und dann einziehen können. Ja. Okay. Aber es sind lange Prozesse. Ich meine, wir haben die Genossenschaft auch 2018/19 so die Idee entstanden, gegründet und dann an Handgabe und bis man so ein Projekt dann soweit hat, dass man einen Bauantrag einreichen kann und so. Also man merkt das so, dieser Wunsch, okay, wir müssen unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze gebaute Umwelt transformieren und dann setzen wir uns irgendeine Zielzahl und sagen, 2035, 2040 ist das alles fertig. Und dann schaut man auf so ein einzelnes Projekt und dann merkt man, ja, okay, das sind schon 10 Jahre, bis man sowas durchgezogen hat. Also ja, es ist schon ein zähes Geschäft, aber inzwischen ist es absehbar. Kann dieser Beton irgendwie wiederverwendet werden oder irgendwie transformiert in irgendeine neue Nutzung überführt bei euch jetzt vom Parkhaus, alles das, was abgerissen wird? Ja, man kann, also Beton, es gibt schon auch Recycling-Beton, das ist jetzt nicht so ein, das ist eher, das schont halt Ressourcen, das schont jetzt nicht unbedingt das Klima, weil man trotzdem neuen Zement braucht, der wahnsinnig viel CO2 in der Produktion braucht. Und das haben wir auch mal angedacht, ob wir unseren eigenen Beton dann bei uns wieder einbauen. Also das wäre aber logistisch alles so ein Aufwand, dass das kein realistischer Ansatz ist. Aber da entstehen total spannende Sachen. Also eine ganz lange Zeit wurde Beton im Grunde so abgeschoben als der klimaschädliche Baustoff und jetzt muss alles in Holz passieren. Und dann hat man irgendwann begriffen, okay, dass Holz auch irgendwie kein jetzt komplett nachhaltiger Baustoff ist, weil das Holz muss auch irgendwo herkommen. Und diese Idee, dass Holz CO2 bindet, das stimmt natürlich in der Theorie, aber in der Praxis hat man wahnsinnig viel Abfall, der gar nicht im Gebäude landet und so. Und also da gibt es spannende Sachen, auch Ansätze, CO2-Abscheidung in den Zuschlagstoffen für den Beton zu machen und so, also um am Ende im besten Fall einen Beton herzustellen, der mehr CO2 bindet, als er in der Herstellung braucht. Und also das überlegen wir gerade. Mal gucken, ob wir da noch auch noch irgendein Experiment hinkriegen. Aber wären wir auf jeden Fall für zu haben, wenn jemand da einen guten Ansatz hat. Ja, bei uns Einzug ist für Ende 25 geplant. Also da wir jetzt im Sommer ernsthaft mit dem Bau anfangen, jetzt gerade schon so ein bisschen Rückbau. Da hingucken. Genau. Ja, der ist ja zum einen für unsere Bauzäune, um die miteinander zu verbinden, aber zum anderen, ich habe es einfach nur gewählt, weil dieses verbindende Element eigentlich ganz gut dafür steht, was Genossenschaften eben auch können und was sie tun. Also Menschen zusammenzubringen und hinter einem gemeinsamen Zweck auch zu verbinden. Und ich glaube auch, dass das eine sehr zukunftsträchtige Form ist, um viele Dinge zu realisieren und sehr viel mehr dem Gesamten dient als eben die klassischen Unternehmensformen, wo es am Ende wirklich darum geht, dass Einzelne sich da ja auch, also da wird viel Tolles gemacht in Form von GmbHs und auch AGs teilweise, aber das ist einfach eine coole Grund-DNA, finde ich wirklich, für vieles, weil es einfach komplett auch sehr viel demokratischer ist und sehr viel egalitärer und das ist, glaube ich, davon brauchen wir eher mehr als weniger auf der Welt, so bei der Konzentration von Macht und Geld auf immer weniger Köpfen, so ja.
Und also vielleicht kann ich da anknüpfen, jetzt gar nicht Genossenschaft, aber einfach gute Gemeinschaft ist, glaube ich, der Titel ist ja Klimahappen und wir reden über Klimawandel und vielleicht auch Klimaanpassung und so. Und es ist einfach, durch den Klimawandel werden ja einfach Naturkatastrophen und Krisen und so häufiger und sie werden schlimmer und Starkregen und was auch immer. Und das ist einfach auch das ist inzwischen auch ganz gut erforscht, dass halt in Quartieren oder wo es Gemeinschaften gibt, wo man sich kennt durch die Arbeit, durchs Wohnen, durch die Nachbarschaftsbibliothek, überstehen die Menschen solche Krisen einfach besser. Also das ist tatsächlich solche Gemeinschaften, selbst die Todesraten bei Hurricanes sind geringer in Stadtteilen, wo es eine gute Stadtteilbibliothek gibt, weil die Leute sich kennen und weil sie wissen, an wessen Tür sie klopfen müssen, wenn sie die Person nicht mehr gesehen haben. Also ich werde bei dem Thema immer so ein bisschen emotional, aber ich finde, es ist halt wirklich das ist ein entscheidender Punkt, wenn wir in dieser Klimakrise gut überleben wollen, dass wir unsere Nachbarschaften so bauen, dass sie gute Gemeinschaften sind. Und da sind Genossenschaften halt einfach ein ganz wichtiger, guter Baustein, ja. Starke Worte zum Abschluss, würde ich sagen. Genau, wir können da auch einmal überleiten. Und zwar haben wir nämlich auch heute ein paar Teilnehmende aus Städten und Kommunen dabei. Und da ist natürlich auch die Frage, können solche Projekte wie jetzt das Neue Amt oder auch der Gröninger Hof auch in anderen Kommunen stattfinden? Und was würdet ihr sagen, braucht es dafür vielleicht auch? Definitiv. Oder ist das was, was in der Metropole nur funktionieren kann? Gar keinen Fall. Vielleicht ist es sogar leichter manchmal in kleineren Orten, wo man einander besser kennt, wo die Wege ein bisschen kürzer sind, wo die Behörden weniger groß sind mit Tausenden von Leuten, die natürlich nicht alle miteinander sprechen. Ich glaube, es kann sogar total helfen. Und auch da diese Startförderung, sozusagen diese Anschubfinanzierung oder sei es Räume, ein bisschen Ressourcen und irgendwie ein Ansatzpunkt in Form eines Ortes zum Beispiel, den es zu transformieren gilt, bereitzustellen als Kommune, als auch kleinere Stadt. Ich glaube, es kann großartig sein und sehr dabei helfen, dass Menschen in diese Gemeinschaft hineinfinden und gemeinsam ein Bild vielleicht erschaffen. Und ich glaube, da gibt es sehr viele gute Möglichkeiten, das zu befördern, definitiv. Und ob es dann eins zu eins das ist, was ihr macht oder wir jetzt vorhaben oder das ist was ganz Neues. Ja, aber sich davon inspirieren zu lassen, Bausteine davon zu nehmen und den ganz eigenen Ort darüber neu zu denken, das ist, glaube ich, mehr als möglich. Und ich glaube, man kann es nicht einfach duplizieren, sowas. Das ist ja auch Teil unserer DNA, dass wir gucken, an was für einem Ort befinden wir uns, was macht da Sinn. Genau, aber diese Gedanken, diese Grundideen, und ich meine, es gibt auch im ländlichen Raum total tolle Gemeinschaftsprojekte und so. Also ich glaube, es ist in jedem Maßstab möglich. Aber ich glaube, es braucht halt wirklich immer die öffentliche Hand, die irgendwie das fördert, die Genehmigungsprozesse gut steuert, die das unterstützt, die vielleicht Grund und Boden zur Verfügung stellt und so. Also da, glaube ich, kann man als Kommune echt richtig zum Akteur werden. Also so eine aktive Bodenpolitik, die kann solche Projekte halt möglich machen. Du meintest gerade, es gibt schon tolle Projekte auch in anderen Kommunen. Hattet ihr denn auch Inspiration aus anderen Städten für eure Projekte oder kennt ihr andere Projekte noch, die ähnlich sind außerhalb von Hamburg? Ja, auf jeden Fall. Also mir fallen dann immer die Namen nicht ein. Ich glaube, das hatten wir letztens im Gespräch auch schon. Also ich weiß, dass wir natürlich super viel am Anfang auch recherchiert haben, einfach uns haben inspirieren lassen von anderen Projekten und da habe ich extrem viel immer in Zürich und Wien gefunden, aber natürlich auch in Berlin. Ganz konkrete Orte überlege ich kurz. Ich weiß nicht, fallen dir gerade schon welche ein, die du jetzt nennen könntest? Ja, also in Zürich zum Beispiel, was wir immer ganz interessant finden, ist die Kalkbreite. Das ist ein riesiges Projekt, auch in so einem super urbanen Ort in Berlin. Kalkbreite. So eine tolle Mischung, ne? Aus Handwerk, Wohnen, Kultur, Gastro, so, ne? Die haben halt ganz stark diese genossenschaftliche Kultur, aber auch in Berlin, also auch aus der, gibt es in Hamburg ja auch, dieses ganze Genossenschaftswesen der Kleingenossenschaften, was aus den Hausbesetzungen eigentlich entstanden ist, finde ich, kann man gar nicht genug wertschätzen. Also ich finde, wir nehmen das einfach so als gegeben, dass es diese tollen Projekte gibt, aber die haben echt was erkämpft und die haben einen anderen Umgang mit Bestand erkämpft, die gehen anders an ihre Gebäude ran. Ich habe jetzt ein total schönes Beispiel aus Berlin gesehen, ich weiß nicht, wie die Genossenschaft heißt, die haben auch damals so einen Block besetzt, dann haben die den irgendwann von der Stadt bekommen, haben eine Genossenschaft gegründet. Jetzt ist deren Thema halt Energie und die fangen da an, irgendwelche Erdwärmebohrungen in so einem super engen Altbaubestand, wie hier im Hinterhof, da bohren die dann so Erdwärmepfähle rein und machen ihr Haus damit klimaneutral. Also ich finde, solche Gemeinschaften sind halt oft auch so ein
sind auch motivierter, sowas anzugehen, weil sie es nicht nur finanziell durchrechnen, sondern auch so Ideale halt verfolgen. Und das Haus der Statistik in Berlin ist auch mal so ein Beispiel, die auch wirklich extrem stark aufgestellt sind, was einfach engagierte Bürgerinnen und Bürger aus der Umgebung sozusagen angeht, die es genossenschaftlich auch sehr tief durchdrungen haben und die vor allem eine sehr, sehr smarte, die ich jetzt überhaupt nicht wiedergeben könnte, Struktur entwickelt haben selber, gemeinsam mit der Stadt, was eben auch so, also sowohl Förderung, aber auch Know-how und neue Formen statt zu entwickeln und zu denken. Also Haus der Statistik ist wirklich sehr weit fortgeschritten, was wirklich auch so eine sehr, sehr smarte Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand angeht. Okay, aufgrund der Zeit würde ich jetzt mal übergehen und nochmal schauen, ob es Fragen aus dem Publikum gibt. Falls Sie jetzt also nochmal Fragen haben, die Ihnen währenddessen aufgefallen sind oder eingefallen, dann schreiben Sie die gerne in den Chat. Genau, wir haben auf jeden Fall eine Frage und die geht die geht an den Gröninger Hof. Da ist nämlich die Frage, du hattest ja kurz schon mal was gesagt, wie das Ganze gestaltet sein soll. Ja. Du kannst auch gleich nochmal deine Visualisierung, glaube ich, zeigen. Näher die Frage ist nämlich, ob auch eine grüne Fassade geplant ist und ein Gründach. Ja, ich glaube, die Fassade sieht hier, die ist ja, schön grün, aber wir haben in dem Sinne keine Grünfassade geplant, aber es gibt ein grünes Dach auf jeden Fall. Und das ist auch ist, glaube ich, in so einem Projekt auch einfach nötig, weil wir bauen auf diesem Parkhausgrundstück und dieses Grundstück ist zu 100% versiegelt. Das bleibt auch in Zukunft so. Also wir schneiden eigentlich in diesen tiefen Baukörper so einen langen Innenhof rein. Und ich glaube, das ist aber schon ist schon auch eigentlich ein zeitgemäßes Konzept, also gerade wenn man an diesen Gedanken so netto null Flächenverbrauch und sowas denkt, ohne Versiegelung einfach neue Fläche zu schaffen. Genau, aber die Frage war eigentlich nur, gibt es ein Gründach? Ja, es gibt ein Gründach, die Fassade, mal sehen. Ja, aber trotzdem, wunderbar, vielen Dank. Genau, und Christina, du meintest ja auch schon, dass bei euch auch ein Gründach aufs Dach kommt, ne? Genau, auf den Neubau kommt ein Dachgarten und auf den Altbau PV-Anlagen und die Fassade des neuen Coworking-Spaces, also der ist auch komplett aus Holz und sowohl Nord- als auch Südfassade werden begrünt, auch intensiv begrünt. Natürlich muss das erstmal wachsen, aber wir haben da schon sehr große Kübel und viel Substrat vorgesehen und hoffen, dass das dann relativ schnell unter anderem auch zu einem guten Klima in den Innenräumen beiträgt. Tatsächlich, das ist Teil des so der Verschattung, weil wir eben kein Hightech-Haus bauen wollen, sondern ein Low-Tech-Haus, das entsprechend hoffentlich dadurch angenehm genug bleibt, auch an heißen Sommertagen, aber das bleibt abzuwarten. Ja, und die Straße, in der das neue Amt ist, ist ja auch recht versiegelt. Extrem, heizt sich extrem auf. Ja. Okay. Vielleicht stelle ich noch eine Frage, die ihr teilweise schon so ein bisschen beantwortet hattet. Und zwar nämlich, welche Angebote und Aktivitäten auch geplant sind für eben diese Gemeinschaft in Zukunft, wenn dann irgendwann der Bau da ist oder es umgebaut wurde. Du hattest schon von diesem Werkzimmer gesprochen. Ja, also es gibt, einmal gibt es wahnsinnig viel Gemeinschaftsflächen bei uns. Das ist dieses Hybridflächenmodell, was jetzt auch neu gefördert wird. Das sind im Grunde Flächen für alle, die da wohnen. Also ein gemeinsamer Waschsalon, keine Waschmaschine. Sind auch so Suffizienzfragen eigentlich. Und dann gibt es noch und auch einen Gemeinschaftsraum, ein Kinderspielzimmer, solche Sachen. Und was es dann noch gibt, ist ist die Werkstatt. Die haben wir jetzt heute auch schon. Das ist so eine alte Autowerkstatt. Die ist jetzt gerade so ein Raum für Kunst und Kultur. Immer viele Ausstellungen, Performances, solche Sachen. Und das gibt es dann im Neubau auch wieder. Also das wird einfach ein kostenloser Raum für die Nachbarschaft im Grunde. Ach, schön. Das ist so ein bisschen so das Angebot, was das Haus auch an das Quartier machen will. Legt ihr dann einen Teil der Kosten sozusagen oben auf alle, die oben wohnen? Oder wie könnt ihr das sozusagen im Business Case berücksichtigen, so einen Umsonstortraum? Ja, der ist, der wird auch wiederum gefördert, aber das deckt das natürlich nicht ganz ab und man darf eine kleine Miete dafür einnehmen. Da sind wir gerade in so Überlegungen, ob es dann einen Verein gibt, der den dann anmietet. Lass uns darüber nochmal sprechen. Das ist spannend. Ja, weil beim neuen Amt ist das zukünftige Erdgeschoss mit seinen 700 Quadratmetern eben auch genau soll ein möglichst offener Ort werden, wobei wir mittlerweile natürlich realistisch auf diesen Business Case gucken müssen und
Wichtig ist vor allem, dass die Flächen oben im Coworking-Bereich weiterhin erschwinglich bleiben, denn das ist Sinn und Zweck dieser Genossenschaft. Sprich, das Erdgeschoss soll möglichst offen auch für den Stadtteil Angebote machen, kann aber kein Umsonstort sein, sondern muss wirtschaftlich sich selbst tragen oder bestenfalls zum Gesamten beitragen. Und das ist, ich finde, das sind genau dann diese im Konkreten dann die Überlegungen jenseits von, ach, es wäre doch so schön, wenn alle hier umsonst und alles, wir müssten keine Mieten nehmen. Ja, aber das, die Realität ist eine andere, wir müssen den Kredit bedienen und die Bank sagt, nehmt da ordentliche Mieten. Das heißt, diese Mischung, ne, aus, wo können wir ordentliche Mieten nehmen oder vielleicht sogar richtig gut Mieteinnahmen reinholen und an anderen Stellen im Erdgeschoss zum Beispiel dann Räume bereitstellen für die weniger sozusagen ökonomisch starken Nutzungsarten. So, das ist schon der Anspruch. Und da eine gesunde Mischung zu finden zwischen Eventflächen, die wir vermieten, Gastronomie mit einem bestenfalls sozusagen gefächerten Angebot, was auch für Leute mit jetzt nicht hohem Einkommen erschwinglich ist, dass sie dort auch mal Mittag essen können. Mhm. Eben aber auch unsere Coworkerinnen und Coworker und all die aus dem Altbau, also dass das Erdgeschoss wirklich so eine Begegnungsfläche wird, die sozusagen sich möglichst gut öffnet zum Stadtteil. Das hängt ja stark an der Nutzung und am Konzept und das wird richtig spannend. Und da sind wir nämlich gerade auch noch viel am Puzzeln und gucken, wie lässt sich das wirtschaftlich auch darstellen. Da müssen wir unbedingt noch mal weitersprechen. Das ist auch gerade unser nächster Baustein, so ein Betreiberkonzept. Welche Fläche eigentlich wie und dann aber das muss man eigentlich allen Bauprojekten abbringen, also gerade so Innenstadtnutzung, die ja immer die irgendwie darauf auf so Premium Retail unten setzen, der dann weiß ich nicht 20-30 Euro pro Quadratmeter abwerfen muss. Eigentlich muss man einfordern, dass die können gerne oben teure Büros machen, aber unten muss ein bisschen was publikumswirksames, vielfältiges, erschwingliches, niedrigschwelliges auch, ne? Ja, schön, das klingt super. Also wir sind ja hier auch in Altona und wir sind auf jeden Fall schon gespannt, was da oben passiert. Das ist ja tatsächlich auch in Laufweite. Absolut. Wir kommen auf jeden Fall vorbei. Macht das. Nächstes Jahr dann. Ja, oder auch gerne schon vorher auf die Baustelle. Ja. Oder ihr werdet einfach Genossenschaftsmitglied. Das könnt ihr auch als Unternehmen. Genau. Richtig schön. Vielleicht als abschließende Frage noch. Ich glaube, es ist die abschließende Frage. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang hier weiter sitzen. Vielleicht müssen wir noch mal eine Wiederholung machen, also 2.0 vielleicht in so einem halben Jahr oder so. Wenn die beiden Häuser fertig sind, dann machen wir nochmal gut. Dann machen wir auf jeden Fall nochmal. Genau, aber jetzt dürft ihr erstmal träumen. Und zwar, wie ist denn so der Ausblick, also beziehungsweise, wovon würdet ihr träumen und was würdet ihr euch wünschen für eure Projekte? Also ich wünsche mir vor allem, und das ist auch ein Punkt, wo wir intern gerade viel drüber reden, wie viel müssen wir dafür tun oder auch gerade nicht, denn wir als Projektteam, jetzt nehmen wir alles in die Hand und kümmern uns drum, dass da endlich dieses coole Haus entsteht und dann übergeben wir es eigentlich an diese Nutzerschaft so. Und dann ist so ein bisschen die Frage, weil nicht weiterhin bei uns 4 Genossenschaftsvorstandsstellen irgendwann vorgesehen sind, sondern ab Eröffnung eigentlich eher nur noch eine, anderthalb so, ist so ein bisschen die Frage, wie viel trauen wir dieser Gemeinschaft dann auch zu, selber dafür zu sorgen, dass dieses Haus ein so lebendiger und vielleicht auch, ja, auch aktiver Player im Stadtteil. Also inwieweit wird es einfach nur ein Bürogebäude, wo dann einfach alle ihre Büros auf alle Ewigkeit günstig haben? Das ist ja auch schon toll. Aber die Vision dieses Ortes ist natürlich noch so ein bisschen größer, was auch die Wirkung in den Stadtteil hinein angeht und auch das, was da Neues hoffentlich entsteht innerhalb des Hauses. Und wenn ich mir wünschen dürfte oder wenn mir jemand sagen könnte, auch was wir tun oder nicht tun sollten, damit das dann später so ist, damit diese 300 Personen, die da jeden Tag ein- und ausgehen, sich so sehr verantwortlich fühlen, auch für diesen Ort, weil es ja ihr eigener Ort ist, dass er zum einen gut behandelt, gut genutzt, und auch so bestmögliche Wirkung sozusagen ins Quartier hinein entfalten kann, dann wäre das das eigentlich. Also das so eine Art Zauberformel oder einfach vielleicht das Vertrauen, das machen die dann schon, diese 300 Leute, werden sich schon auch selbst organisieren, werden sinnvolle AGs bilden oder Arbeits-, wie auch immer sie es wollen, aber das wünsche ich mir ganz doll, dass es gelingt, ne? Sozusagen, dass da eine gesunde, sich auch in Wellen mal mehr, mal weniger aktiv, aber dass da einfach ein Eigenleben entsteht, was irgendwie über sich selbst hinaus auch in die Stadt hineinstrahlt und dahingehend dann auch Beispiel sein kann für weitere Orte und dass diese Gemeinschaft wirklich stark und lebendig ist über eine lange Zeit. So, das würde ich mir am allermeisten wünschen. Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen, also dass das wirklich so ein selber anfängt zu fliegen und auch zu so einem selbstverwalteten Ort am Ende wird, in dem jeder irgendwie seinen Beitrag leistet. Und das, ja, und dann, weiß ich nicht, so ganz kurzfristig fielen mir erstmal so relativ banale Dinge ein, irgendwie
Baugenehmigung, Finanzierungsvertrag. Also ist immer dieser Spagat zwischen dieser großen Vision und den ganz großen Themen. Und dann ist man halt natürlich, am Ende ist es auch einfach eine Projektentwicklung, die laufen muss und die dann alle Schritte durchläuft, die jedes Bauprojekt irgendwo durchläuft. Ja, selbstverständlich. Schon mal jetzt an der Stelle mal vielen Dank, dass ihr heute da wart und eure Projekte so vorgestellt habt. Ich versuche unser Gespräch, was wir jetzt so in der letzten Stunde mal gehabt haben, so ein bisschen zusammenzufassen. Genau, wir haben uns mit dem Thema Fläche im Wandel in dem heutigen Klimahaken beschäftigt und ich würde sagen, man kann tatsächlich sagen, dass beide Projekte Mut machen, tatsächlich Fläche neu zu denken und Stadt tatsächlich auch selber zu gestalten. Und der Schlüssel zum Erfolg, kann man eigentlich sagen, ist tatsächlich so eine genossenschaftliche bzw. gemeinschaftliche Zusammenarbeit. Und dafür braucht es halt Überzeugung, da auch wirklich mitzumachen und diese Vision gemeinsam umsetzen zu wollen. Und was halt auch nicht schaden kann, ist tatsächlich, wenn man vielleicht nicht so viel Bürokratie hat, die man immer machen muss oder das Ganze vereinfacht wird. Und natürlich aber auch, dass es halt Städte oder Gemeinden gibt oder auch allgemein EigentümerInnen, die halt bereit sind, die Fläche für solche Projekte und solche Visionen tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Und tatsächlich, wir haben jetzt hier noch, ich habe hier mal so rausgesucht für die, die sich jetzt tatsächlich sehr, sehr interessieren für die Projekte. Da haben wir im Chat tatsächlich einmal die Links, da können Sie direkt auf die Website, über die wir vorhin schon gesprochen haben, draufgehen. Ansonsten habe ich noch gesehen, dass es tatsächlich beim neuen Amt Altona am 9. Juli eine Infotour gibt. Vielleicht magst du noch ein, zwei Sätze dazu sagen, was einen da erwartet, wenn man da jetzt Lust drauf hat. Ja, herzliche Einladung. Das ist einfach unsere monatliche Tour für alle, die sich irgendwie für das Projekt interessieren, vielleicht mit der Idee liebäugeln, Mitglied zu werden in so einer Genossenschaft. Und das ist einfach der Moment, wo wir es vor Ort am allerbesten erklären können, was haben wir vor, wie ist der Stand der Dinge, wie ist der Zeitplan und wer steckt so dahinter, auch die Menschen mal kurz zu erleben und einmal ums Grundstück rumzugehen, so ein bisschen auf die Baustelle zu gucken. Das machen wir regelmäßig und auf der Website steht immer der nächste Termin. Und bei uns kann man auch gerne vorbeikommen. Die nächste Möglichkeit ist der Tag der Architektur in Hamburg, da gibt es wieder Führungen. Und ansonsten haben wir am 22.06. gibt es einen großen Swing-Tanz-Workshop im Parkhaus, wer Lust auf was einen besonderen Ort hat und gerne tanzt. Super. Sehr schön. Auf mich voll und kannst du. Ja, das muss ich mir auch mal gleich notieren. Ja, dann sind wir eigentlich jetzt schon bei unserem Veranstaltungshinweis. Sind wir für heute durch, genau. Und der nächste Klimahappen findet aber nächste Woche statt. Am 20. Juni wieder 16 bis 17 Uhr. Da geht es um globales Lernen und Bildung for Future. Mit dabei ist auch jemand aus Wilhelmsburg und zwar der Lernort Kulturkapelle ist am Start, sowie auch Minitopia und gemeinsam diskutieren wir, wie Bildung dazu beitragen kann, das Bewusstsein für Umwelt- und Klimafragen zu schärfen, kritisches Denken zu fördern und junge Menschen zur Lösungsentwicklung zu befähigen. Wir sind auch schon sehr gespannt. Das ist dann der vorerst letzte Klimahappen. Und so viel erstmal von uns. Bis nächste Woche und vielen Dank, dass ihr da wart. Es war sehr, sehr schön. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke euch.